Dieser Donnerstag könnte zum Schicksalstag für alle Hunde und Hundehalter in Wien werden. Denn im Wiener Landtag wird über die umstrittene 12. Novelle des Wiener Tierhaltegesetzes abgestimmt. Eingebracht wurde das Ganze aufgrund des Vorfalls, wo der einjährige Waris in Wien-Donaustadt von einem Rottweiler gebissen wurde und anschließend gestorben ist. Pure Anlassgesetzgebung werfen deswegen die Kritiker der Wiener Stadtregierung vor. Das neue Tierhaltegesetz, das sieht unter anderem eine Beißkorb- und Leinenpflicht für sogenannte Listenhunde vor. Dabei wird es nur wenige Ausnahmen geben, nämlich jene in umzäunten Hundezonen. Da müssen auch Listenhunde weder Beißkorb noch Leine tragen. In nicht umzäunten Hundezonen, da ist es zumindest die Leine, die in diesem Fall wegfällt. Außerdem soll die 0,5-Promille-Grenze für Hundehalter von Listenhunden kommen und auch der Hundeführerschein, der wird in Zukunft verschärft werden. Hier kann es in Einzelfällen, wenn der Prüfer mit dem Hundehalter nicht zufrieden ist, auch Wiederholungen bzw. Ablehnungen dann verhängen. Aber nicht nur die sogenannten gefährlichen Hunde stehen hier im Blick dieser neuen Novelle. Auch normale Hunde oder Besitzer normaler Hunde, die müssen ab 1. Juli 2019 zumindest einen Sachkundenachweis erbringen über die Haltung von Hunden. Stadträtin Siemer argumentiert das damit, dass sich jeder Mensch im Vorhinein bewusst sein soll, was es bedeutet, ein Lebewesen zu halten. Allerdings, und das dürfte wohl der strittigste Paragraph in dieser neuen Novelle sein, und daran stört sich vor allem die Opposition, es soll ein sogenannter Tötungsautomatismus mit eingenommen werden. Hunde, und zwar nicht nur Listenhunde, sondern alle, die in einen Beißvorfall verwickelt wurden, die können dann künftig automatisch eingeschläfert werden. Die FPÖ, die zeigt hier massiven Widerstand und verspricht eine hitzige Debatte. Wir haben uns mit Vizebürgermeister Dominik Nepp zur anstehenden Novelle unterhalten. Wir haben auch grundsätzlich nichts gegen diesen Sachkundenachweis, nur dieses gesamte Gesetz ist husch-pfusch. Das, was wir schon vor Wochen bekritelt haben, dass es hier eine Tötungsautomatik gibt, wurde jetzt wochenlang bestritten von der Frau Stadträtin Siemer. Jetzt hat sie einen Abänderungsantrag gestellt, weil sie anscheinend gesehen hat, dass wir recht haben. Aber auch hier ist diese Tötungsautomatik nur in extremen Fällen ausgeschlossen. Und überall, wo ein Ermessensspielraum da ist, kann es sein, dass ein Hund noch immer grundlos eingeschläfert wird. Und gegen dieses Hundetötungsgesetz wehren wir uns. Welche extremen Ausnahmefälle wären das? Das, was wir bekrittelt haben, dass wenn zum Beispiel ein Vergewaltiger kommt oder jemand zu Hause einbricht und der Hund beißt, wäre er nach dem ursprünglichen Gesetzesentwurf von der Frau Siemer eingeschläfert worden. Das wurde jetzt auf unseren Druck hin entschärft. Hier haben wir einen Erfolg errungen. Aber bei Streitfragen zum Beispiel, wenn ein Radfahrer auf der Straße fährt und der Hund selber nicht weiß, ob jetzt der Radfahrer einfach normal vorbeifahren will oder auch den Hundehalter zum Beispiel angreifen will, also wenn es jetzt eine Streitfrage gibt, dann ist diese Tötungsautomatik noch immer vorhanden. Am allgemeinen Eignungstest für künftige Hundebesitzer, da stört sich Dominik Nepp also nicht. Aber wie vorab angekündigt, es ist der Tötungsautomatismus, der hier extrem sauer aufstößt. Und auf den Antrag der FPÖ hin, so hat es Dominik Nepp gesagt, wurde zumindest mittlerweile eine Ausnahme mit ins Gesetz hin aufgenommen. Nämlich dann, wenn der Hund sein Herrchen lediglich verteidigt, dann ist dieser Tötungsautomatismus automatisch auch ausgehebelt. Schicksalstag dürfte wohl dieser Donnerstag für die Hunde und Hundehalterinnen in Wien noch nicht der Fall sein, denn Dominik Nepp hat es angekündigt, die FPÖ wird die zweite Lesung des Gesetzes verhindern. Das kann sie mit einem Drittel der Mandatare im Landtag auch machen. Allerdings dann, wir haben es ebenfalls gehört, in spätestens einer Woche wird dann wohl die Stadtregierung noch einen weiteren Landtag einschieben und dann kann sie ohne der Opposition das mit ihrer einfachen Mehrheit dann doch bestimmen. Sprich, das neue Tierhaltegesetz und dessen Novelle, das wird wohl noch eine Woche warten müssen, aber dann kommt es. Soweit sind sich alle sicher.